Wir begrüßen Sie, unser analoges und digitales Publikum, sehr herzlich zu unserer heutigen Jahrespressekonferenz 2022. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute unser Ausstellungs-, Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm 2022 vorstellen zu können. Das Museum Angewandte Kunst versteht sich als Ort für sinnliche Denk- und Erfahrungsräume, als Verhandlungsstätte von vergangenen, aktuellen und zukunftsrelevanten Themen und Phänomenen gehört das Prozesshafte fest zu seiner DNA. Die Ausstellungen in diesem Jahr lassen das Museum zu einem Raum werden, in dem sich etwas Mythisches, Gestalterisches, Melancholisches, Kritisches, Sinnlich Erfahrbares, Erfreuendes, Verschwundenes und zu einem anderen Denken Anregendes zeigt. Wir widmen uns vom Mythos Handwerk, der besonderen Verbindung aus Kunst, Buch und verlegerischer Gestaltungskraft, über Norbert Schörners einzigartige Fotografien aus Japan und der Entstehung eines völlig neuen Kunstmarkts im Zuge der Blockchain-Kultur bis hin zum spektakulärsten Fall städtischen Kunst- und Eigentumerwerbs während der NS-Zeit. Hiermit gebe ich Ihnen jetzt nur einen kleinen Einblick auf das kommende Ausstellungsprogramm, das wir selbstverständlich gleich noch vertiefen werden. Auf dem Podium begrüßen darf ich zunächst den Direktor des Museum Angewandte Kunst, Professor Matthias Wagner-Kahr, der Ihnen als erstes mehr über die aktuelle Situation sagen wird, bevor ich mit den laufenden Ausstellungen weitermachen werde. Wie immer können Sie uns im Anschluss gerne Fragen stellen und unsere digitalen ZuschauerInnen haben bereits jetzt die Möglichkeit dazu in unserem Chat. Schreiben Sie hier auch gerne Ihren Namen und Ihr Medium, für das Sie schreiben, Ihrer Frage hinzu. Nun übergebe ich direkt das Wort an Sie, Herr Wagner-Kahr, und wünsche Ihnen viel Freude dabei. Ja, auch ich begrüße Sie zu unserer Jahrespressekonferenz und ich freue mich über die einerseits Zugeschalteten und natürlich besonders über Sie hier vor mir, die Sie direkt hier zu uns ins Museum gekommen sind. Eine Jahrespressekonferenz gibt einen Ausblick auf das Kommende, was dann im Laufe des Jahres einer Überprüfung standhalten muss. Sie eignet sich vielleicht auch dafür, einmal über den Ist-Zustand zu sprechen, über das, was nachdenklich macht und so auch mit Anlass und Beweggrund für unser Tun hier am Museum Angewandte Kunst sein kann bzw. ist. Und ganz klar, hierzu gehört augenscheinlich die nun schon seit 2 Jahren währende Coronavirus-Pandemie, die tief in das Leben von uns allen eingreift. Wie und an welcher Stelle genau, in welchem Maße nehmen wir, Sie und ich sicherlich ganz unterschiedlich wahr. Ich halte dabei Kinder und Jugendliche von der aktuellen Situation hinsichtlich ihrer Bildungs- und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten für die besonders und in unerhörtem Maße Betroffenen. Denn Kindheit und Jugend sind Phasen im Lebenslauf mit einzigartigen Sozialisationsanforderungen und Lebensabschnitten, in denen Erfahrungen besonders prägend wirken. Die Pandemie wirkt also als Verstärker auch und gerade bei zuvor schon bestehenden Ungleichheiten und Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen innerhalb der Gesellschaft oder besser Gesellschaften, weil das Virus ja schließlich global auftritt. Die Pandemie wirkt als Verstärker bestehender Ungleichheiten, wenn es um die Verteilung des Reichtums geht, um den von Menschen gemachten Klimawandel und daraus resultierender weltweiter Migrationsbewegung. Die Pandemie wirkt als Verstärker von Angriffen auf demokratische Strukturen, auf die Abhängigkeit der Gesellschaften von den großen Technologiekonzernen, die ganz sicher die Gewinner dieser Pandemie sind. Mehr und mehr wird statt inhaltlicher Auseinandersetzung die Konfrontation gesucht, wird teilweise eine grundsätzlich andere Version von der Realität geschaffen, werden Kritik, Erkenntnisse der Wissenschaft und redlicher, auf Fakten basierender Journalismus ignoriert oder gar gleich als Fake News bezeichnet.
Einerseits. Andererseits, so denke ich, und wir wollen ja hier nicht in Trauer ausarten, eröffnet die Pandemie auch wieder die Blicke auf existenziell Wichtiges, auf das, was Menschsein und ein Miteinander im Grunde ausmacht, ausmachen sollte. Und eröffnen die Transformationsprozesse, denen wir dadurch im Einzelnen und die Gesellschaften im Großen und Ganzen ausgesetzt sind, neue Aufgaben und neue Perspektiven. Und eben das berührt dann auch neben Theatern und anderen kulturellen Einrichtungen, Institutionen wie Museen und lässt nach dem Potenzial und der Funktion dieser Einrichtung fragen. Dann nämlich geht es um die ästhetischen, sozialen und politischen Potenziale unseres Handelns, der an einem Museum tätigen. Und dann muss es gehen um ein Mehr an Möglichkeiten des gemeinsamen Erlebens, ein Mehr an Diskurs und Aufklärung, ein Mehr an Uneindeutigkeiten, wo Eindeutigkeit zur Ideologie wird, ein Mehr an Eindeutigkeit, wo Haltung gefragt ist und Verantwortung übernommen werden muss, ein Mehr an Fantasie, ein Mehr an Möglichem, bei dem das Tatsächliche Platz machen muss. Und dafür müssen wir geöffnet sein und das auch bleiben. Auch und gerade weil in einer Zeit wie dieser Museen und Theater als Orte für das eben Gesagte als eine Art Antidepressivum wirken und derart genutzt werden können und auch weil sie ein Schutzraum für künstlerische und gestalterische Entäußerung sind, die in bestimmten politischen und gesellschaftlichen Kontexten außerhalb dieses Ortes gar nicht mehr geäußert werden können. Es eben nicht um ein Bestätigen vorherrschender Meinung oder mehrheitsfähiger Weltsichten geht, sondern stattdessen um ein Differenzieren, ein Mehr an Ideen und ein Mehr an gedanklicher Tiefe. Will also heißen, wir, die MitarbeiterInnen des Museum Angewandte Kunst, reduzieren unsere Arbeit nicht und halten uns nicht zurück in diesem noch neuen Jahr, im Gegenteil. Wir verstehen das aktuelle Zeitgeschehen und auch den derzeitigen Stand der Pandemie mit den gesetzten Einschränkungen als Talsohle und rufen ein Jahr der Erneuerung aus, ein Jahr der Fülle an neuen Ausstellungen, Veranstaltungen und Diskursen. Und natürlich gehört zu dem, was kommt, auch all das, was ist, die noch laufenden Ausstellungen aus dem letzten Jahr. Der Begriff Kunsthandwerk wirft genauso viele Fragen auf, wie es vorgefasste Meinungen dazu gibt. Mit ihm verbinden sich Individualität, Einmaligkeit, multiperspektivische Natur, dekoratives Potenzial und ein hoher Erlebniswert. Sein wahres Potenzial ist dabei einer immer noch viel zu kleinen Öffentlichkeit bekannt. Erstmals stellt sich das Museum aus diesem Grund mit der Ausstellung Kunsthandwerk ist Kaktus noch bis zum 27. März die Aufgabe, die eigene Sammlung des Kunsthandwerks zu reflektieren und an den Schnittstellen zu Design und bildender Kunst zu untersuchen. Mit über 700 Werken aus dem internationalen Bestand des Museum Angewandte Kunst ist diese Ausstellung eine Expedition durch ein Terrain, das es unter aktuellen Perspektiven neu zu entdecken gilt. Die Frage, was Kunsthandwerk heute sein kann, wird somit neu gestellt und bewertet. Im März wird es zur Ausstellung einen Katalog geben, der im Design von Sandra Döller mit den fotografischen Perspektiven von Franziska Krieg und mit Texten verschiedener AutorInnen unterschiedlicher Professionen Kunsthandwerk beleuchtet. Es ist nicht allein ein Bestandskatalog, sondern auch ein grafisch interpretiertes Druckobjekt und Lesebuch. Speziell die Fotografie als Medium von Bildlichkeit ist in ihrer Genese eng verbunden mit der imperialen Industrialisierung der westlichen Nationalstaaten und mit der Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents im 19. und 20. Jahrhundert. Die im Museum Angewandte Kunst gezeigten fotografischen und filmischen Arbeiten im Rahmen der verlängerten Ausstellung Ideologien, Wave-Fotografieprojekte Frankfurt Rhein-Main befassen sich direkt oder indirekt mit den historischen Missbräuchen und dem Medienbild Afrikas.
Yagazi Emesi, Mohau Modisakeng und Yves Sambou präsentieren eine aus den afrikanischen Gesellschaften heraus geführte Auseinandersetzung mit Geschlecht, Armut, Schönheit, Körper, Identität und den Folgen von Rassismus für den einzelnen Menschen und die Gemeinschaft. Ihre Werke sind noch bis zum 24. April bei uns zu sehen. Der Torso eines thailändischen Bronzebuddha, eine Axtkappe aus dem alten China, ein Steinzeugfehlbrand aus Korea, ein japanisches Schwertstichblatt. Auf den ersten Blick sind dies ganz und gar unterschiedliche Gegenstände. Was sie alle miteinander verbindet, ist, sie sind unvollständig und damit ihrer eigentlichen Form und Funktion beraubt. Dennoch finden sich alle diese Objekte in einer über mehr als 100 Jahre gewachsenen Museumssammlung. Die Ausstellung Meet Asian Art, Fragmente über das Unvollständige in der ostasiatischen Kunst, präsentiert bis zum 18. September selten gezeigte Gegenstände aus der asiatischen Sammlung, die zum Nachdenken über Begriffe wie Vollständigkeit, Perfektion, ästhetischer Mehrwert und Herkunft sich beschäftigen. Dann freuen wir uns noch über einen besonderen Neuzugang im letzten Jahr, und zwar einen Audiorundgang am Museum Angewandte Kunst. Der Audiorundgang Angewandte Walk, es braucht ein neues Museum, erzählt vom Wirken der ehemaligen Direktorin des heutigen Museum Angewandte Kunst, Dr. Anneliese Ohm. Damals hieß das Haus noch Museum für Kunsthandwerk und Anneliese Ohm war die erste und bislang einzige Frau, die die Position einer Museumsdirektorin ausübte. Insgesamt 8 Audiostationen beleuchten unterschiedliche thematische Schwerpunkte innerhalb ihres Schaffens. 5 der Stationen befinden sich im Außenbereich des Museums. Hier finden sich auf Schildern Icons und QR-Codes, die eingescannt werden können und so zu einer Web-App führen, die durch den Audiorundgang führt. 3 Stationen liegen im Innengebäude. Der Rundgang funktioniert auch ohne GPS und die Audiodateien können an jedem beliebigen Ort angehört werden. In diesem Jahr werden die Sprachen ergänzt. Und nun kommen wir zu den neuen Ausstellungen in diesem Jahr. Hier sei zunächst erwähnt, dass in der kommenden Woche am 11. Februar der German Design Award 2022 erneut eine Gastausstellung am Museum Angewandte Kunst haben wird. Er feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und widmet die begleitende Kampagne dem Thema »Wie Designer denken«. Im Rahmen der Ausstellung werden bis zum 27. Februar die GewinnerInnen der unterschiedlichen Kategorien in den Themenfeldern Excellent Communication Design, Excellent Product Design und Excellent Architecture sowie die Newcomer-FinalistInnen und die Personality of the Year-Ausstellung gezeigt. So, und unser Ausstellungsjahr startet im Anschluss mit Mythos Handwerk zwischen Ideal und Alltag, die vom 29. April bis zum 11. September zu sehen sein wird. Die Ausstellung zeigt das gestiegene gesellschaftliche Interesse am Handwerk, an handwerklichen Verfahren und Fertigungstechniken, an Material und Materialität, die Bedeutung und Wertschätzung des Handwerks als wesentlicher Bestandteil materieller Kultur, kultureller Identität und Gemeinschaft. Wie sehr sich das Handwerk im Hier und Heute zwischen Ideal und Alltag verortet,
zeigt sich in der bekannten Werbekampagne von der Agentur Scholz und Friends zum Handwerk. Die kurze Geschichte des Handwerks. Rad erfunden, Pyramiden gebaut, Mars erkundet, Abfluss repariert. Nun stellt sich noch die Frage, warum sprechen wir vom Mythos Handwerk? Greifen wir auf Roland Barthes und sein Werk Mythen des Alltags zurück? So stellt er fest, dass ein Mythos eine spezifische Weise des Bedeutens und demnach eine Form des Sprechens ist. Mythisch ist damit nicht der Gegenstand, in diesem Fall das Handwerk, über den gesprochen wird, sondern die besondere Form, wie über ihn erzählt wird. Hieraus ergeben sich eine Fülle, zuweilen sich zum einen gegenseitig verstärkender, zum anderen sich widersprechender Zuschreibungen, Emotionen, Interpretationen und Wunschvorstellungen. Die Ausstellung legt damit den Fokus auf die universellen Werte und Botschaften, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mit dem Handwerk verbunden werden. Dabei entblößt sie sowohl Romantisierungen als auch Ideologien und zeigt auf, welche Gefühle und Affekte, Vorstellungen und Wünsche rund um das handwerklich Hergestellte beim Individuum und der Gesellschaft hervorgerufen werden. Sie entsteht in Kooperation mit dem Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Kunstsammlung Dresden und dem Vorarlberg-Museum in Bregenz. Und damit übergebe ich das Wort. Ja, zu den neuen Ausstellungen in diesem Jahr gehört auch die am 6. Mai eröffnende Ausstellung Erfolgsprogramm Künstlerbücher, der Verlag der Buchhandlung Walter König. Denn eben diese Buchhandlung Walter König und der dazugehörige Verlag sind Institutionen aktueller Kunstvermittlung und bestimmen das deutsche wie auch das internationale Kunstgeschehen maßgeblich. Mehr als 4000 Titel, darunter zahlreiche Künstlerinnenbücher, wurden verlegt und dabei zeichnet die Vorgehensweise des Verlegers und Buchhändlers Walter König aus, vielen heute renommierten KünstlerInnen erstmals ein Forum für das Buch als Kunst gegeben und auch später ihre Entwicklung gefördert zu haben. Das Museum Angewandte Kunst und seine von Eva Lienhardt geleitete Abteilung Buchkunst und Grafik widmen nun dieser besonderen Verbindung aus Kunst, Buch und verlegerischer Gestaltungskraft zum ersten Mal eine Ausstellung. Und in ihrem Fokus stehen Künstlerbücher und damit Bücher, die KünstlerInnen seit den 1960er Jahren für Walter König und später für seinen Verlag entworfen haben und bilden die publizistischen Strategien Walter Königs, die entscheidend zur Durchsetzung wichtiger Kunstrichtungen beigetragen und für das Phänomen Künstlerbuch überhaupt erst sensibilisiert haben, einen wesentlichen Aspekt der Ausstellung. Ebenfalls im Mai, genauer am 13., eröffnen wir die Ausstellung Die Natur der Natur Fukushima Project. Norbert Schörner, Fotograf und Filmemacher, wir kennen ihn bereits schon von der Ausstellung Schilsander, der seit 1989 in seiner Wahlheimat London lebt und seine Karriere mit Aufträgen für das Magazin The Face in den späten 1980er Jahren begann, der neben Editorials für die Vogue und das New York Times Magazine Kampagnen für Marken wie Yuji Yamamoto, Prada, Shiseido und Comme des Garçons fotografierte, präsentiert hier erstmals ein fotografisches Werk, das auf seine Reisen und oftmals mehrmonatigen Aufenthalte in Japan fußt. Auf den ersten Blick wirken die Fotografien von Norbert Schörner dabei wie Studien von bizarren Bäumen, die sich vor einer kargen, bergigen Landschaft aus wogenden Gipfeln und dunklen Himmelsformationen erheben. Jedoch wurzeln die Stämme der Kiefern nicht in der Erde, sondern münden in Gefäße, typischen Keramikschalen, in denen Bonsais gezogen werden. Die Bonsais auf Norbert Schörners Fotografien sind dann auch aus der Aufzucht der Familie Abe, die in der Bergregion Azuma in der Nähe von Fukushima lebt und die er besuchte und auch weiterhin besucht. Für seine Fotografien stieg Schörner auf den Berg und nahm eine Reihe von Landschaftsbildern auf. Davon ließ er Abzüge so großformatig anfertigen, dass die im Anschluss der vorgestellten Bonsais der Familie Abe aussahen wie ausgewachsene Bäume,
so als würde es Norbert Schöner ihnen ermöglichen, ihr volles Wachstumspotenzial zu erreichen. Allerdings ist angesichts der Auswirkung des nuklearen Desasters des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi am 11. März 2011 auf die Ökologie der Region unmöglich, diese Werke unabhängig von dieser Katastrophe zu betrachten. Und so wird das fotografische Werk zu einer subtilen Auseinandersetzung über das Nicht-Sichtbare und das Sichtbare, über die zerstörerischen Folgen dieses Ereignisses und der Versuch der Menschheit, die Natur für ihre eigenen Zwecke zu nutzen und zu beherrschen. Dass heute, rund 11 Jahre nach dem GAU, die EU-Kommission gedenkt, die Stromerzeugung aus Atomkraft als nachhaltig zu klassifizieren, wo doch das einzig Nachhaltige die jahrzehntelange zerstörerische Wirkung der Strahlung auf alles Lebendige ist, verleiht dieser Ausstellung eine zusätzliche Aktualität. Mit der Corona-Pandemie hat nicht nur die Verlagerung von Ausstellungsräumen auf den Bildschirm stattgefunden, sondern im Zuge der Blockchain-Kultur ist ein völlig neuer Kunstmarkt entstanden. Digitale Animationen in Computerspielästhetik, animierte Farbverläufe, geometrische Grafiken oder Renderings virtueller Welten werden dort bis zu achtstelligen Geldbeträgen gehandelt und KünstlerInnen weltweit beginnen neue Möglichkeiten in einer dezentralen Welt zu entdecken. Drei Buchstaben versprechen vermeintliche Investitionssicherheit und grenzenlose Gewinnaussichten. NFTs, Non-Fungible Tokens, sogenannte digitale Eigentumszertifikate mit fälschungssicherer Verzeichnung in der Blockchain. Kolja Reichert schreibt in seinem 2021 erschienenen Werk Kryptokunst, dass die Chance der NFTs darin liegt, dass sie zu neuen, nachhaltigeren Ökosystemen der Künste beitragen. Zur Entfesselung der Entscheidungsfreiheit und Erfindungskraft vieler und damit Wege eröffnen für neue, produktivere, vielfältigere und interessantere Formen menschlicher Zusammenarbeit und Organisation. Die Ausstellung und Veranstaltungsreihe Unblock Gaudi – Digitale Kunst via Blockchain widmet sich vom 26. Mai bis 24. Juli 2022 der Bedeutung von Blockchains und ihren praktischen Anwendungen. Folgende Fragen werden unter anderem in der Ausstellung und in Form von Vortragsveranstaltungen und Workshops erörtert. Was ist ein Blockchain? Was sind NFTs? Wie funktioniert Kryptowährung? Und wie finden Produkte und Objekte von KünstlerInnen digitale Verbreitung? Das Projekt hat zum Ziel, die Technologie interessierten BesucherInnen näher zu bringen und zu diskutieren, welche Auswirkungen sie auf demokratische Prozesse und Strukturen hat. Eva René Nehle. So scheint es, wenn man mit ihr spricht, sie erlebt, war immer in Bewegung, hellwach und hat immer wieder geistesgegenwärtig innegehalten bei besonderen Momenten im Zeitgeschehen und vor allem dabei nie die Orientierung verloren. Denn nie hat sie sich einem künstlerischen Dogma unterworfen, hat sich stilistisch festgelegt oder dieses intuitive Zusammenspiel von Wahrnehmung von Welt als reflexiver Zeitzeugenschaft aufgegeben. Sie gehört zu einer KünstlerInnen-Generation, die in ihren Kindheits- und Jugendjahren den Krieg erlebt hat und seine Folgen auf die Verfasstheit von Menschen nicht als etwas Festgelegtes versteht, sondern als die Ermöglichung von Freiheit.
Und so verwundert es nicht, wenn sich im Werk sehr vielseitige Begabungen artikulieren und sie seither als eine der vielseitigsten KünstlerInnen und GestalterInnen ihrer Generation bezeichnet wird. Als Designerin schuf sie moderne Wohnlandschaften, entwarf mehr als 80 Lampen, entwarf und fertigte Tische, Schmuck und Besteckkollektionen. Als Quintessenz ihres gestalterischen und künstlerischen Schaffens zeigt sich hier, dass alles, was sie schafft, aus einem beziehungsreichen Wechselspiel von Boden- und Wandarbeiten und autonomen Objekten im Raum besteht. Lampen und Wohninterieur zu entwerfen, hat bei ihr vor allem auch etwas mit dem Schaffen von Emotionen zu tun. Dies spiegelt sich auch in ihren figürlichen Motiven wider. Zumeist in metallener Ausführung, immer aber mit dem Blick auf die psychische und physische Verletzbarkeit des Menschen, nehmen diese den größten Part in ihrem Lebenswerk ein. All das ist uns als Museum Angewandte Kunst Grund, Eva René Nehle anlässlich ihres 90. Geburtstags eine Studioausstellung vom 24. September 2022 bis zum 8. Januar 2023 auszurichten. Ja, und Ende September hält wieder einmal Stefan von der Schulenburg eine neue Präsentation in unserem Meet Asian Art Kabinett bereit, diesmal titelnd mit Peking Glass. Glas in China, so Stefan von der Schulenburg, war anders als im Vorderen Orient und in Europa zwar seit rund 2500 Jahrtausenden bekannt, jedoch erst nachdem im späten 17. Jahrhundert Jesuitengelehrte am Pekinger Hof mit der Errichtung einer kaiserlichen Glashütte beauftragt wurden, bildete sich hier eine ganz eigenständige, von westlichen Vorbildern erstaunlich wenig beeinflusste Glaskunst heraus. Vorgestellt werden in dieser Show Meisterwerke aus der rund 100 Werke umfassenden Peking-Glas-Sammlung unseres Museums, einer der bedeutendsten ihrer Art in Europa. Mit Contact Zones, Murat Adash, Celine Berger, Siovia Kiambi, wir freuen uns auch sehr, dass Sie heute hier sind, kooperiert das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik für ein gemeinsames Ausstellungsprojekt mit dem Museum Angewandte Kunst. Ausgangspunkt ist das Artist-in-Resident-Programm in Habit, in dessen Rahmen pro Jahr 3 GastkünstlerInnen unterschiedlicher künstlerischer Disziplinen für 3 Monate im Dialog und Austausch mit den WissenschaftlerInnen des Forschungsinstituts arbeiten. Die Ausstellung der zweiten Ausgabe von Inhabit zeigt vom 8. Oktober 2022 bis zum 15. Januar 2023 die Arbeiten von Murat Adash, Celine Berger und Siovia Kiambi. Die künstlerischen Arbeiten innerhalb des Programms sind Ausdruck verschiedenartiger Zugänge auf das wissenschaftliche Umfeld und nicht zuletzt durch Begegnungen, Dialoge und die Kooperation geprägt. Der Titel Contact Zones verweist auf den Umgang mit einer unterschiedlichen Kultur von Wissen und die Herausforderung, einen Dialog zwischen dem künstlerischen und wissenschaftlichen Feld zu entspinnen. Die künstlerischen Arbeiten der 3 KünstlerInnen lassen sich zudem auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Titel Contact Zones in Verbindung bringen. Siovia Kiambi ist eine deutsch-kenianische Künstlerin, die sich mit Fragen des Geschlechts, der Erinnerung und Identität im Kontext von kolonialer Geschichte und kultureller Machtstrukturen beschäftigt. Murat Adash ist ein deutsch-türkischer Performance-Künstler und Choreograf, dessen Arbeiten sich mit dem Potenzial und der Handlungsfähigkeit von Bewegung
für die Reflexion sozialer und materiell-affektiver Beziehungen beschäftigen. Und Céline Berger ist eine französische Künstlerin und Filmemacherin, deren Arbeit sich mit den Sprach- und Bildwelten des täglichen Berufslebens in unterschiedlichen Arbeitskontexten auseinandersetzt. Nun übergebe ich wieder das Wort an Matthias Wagner-Kahr, der Ihnen nun die letzte große Ausstellung in diesem Jahr präsentieren wird. Danach wird es noch um das Ikonenmuseum gehen und um einen Ausblick auf die kommenden Jahre und dann noch um unser Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm. Und dann haben Sie es geschafft. Ja, wenn wir von Transfer- und Transformationsprozessen innerhalb einer Gesellschaft sprechen, denken wir ja zumeist, so denke ich, an veränderte Mobilitäts-, Energie- und Wirtschaftskonzepte für die Zukunft. Gesellschaften haben sich jedoch immer auch durch Ereignisse in der Vergangenheit zu Transformationen veranlasst gesehen und im besten Fall dabei Demokratien entwickelt. Die Shoah, der nationalsozialistische Völkermord an den Juden Europas während des Zweiten Weltkrieges, gehört hier eindeutig dazu und deshalb gehört nicht nur aus meiner Sicht zu den gewichtigen Veränderungen in unserer heutigen Gesellschaft zweifelsfrei das Sterben von Zeitzeugen, jüdischen Überlebenden aus dieser Zeit. Denn was also bleibt an Erinnerung, an Erzählung, an Vermittlung, an Zuhören können, an Versöhnung und Verantwortung, wenn sich Zeugenschaft allein auf mediale Aufbewahrung und Archive beschränkt? Das Museum Angewandte Kunst widmet sich als erstes Museum in der Ausstellung die Sammlung Maximilian von Goldschmidt-Rothschilds, dem Privatsammler und Mäzen sowie seiner einstigen Kunstsammlung. In der Person Maximilian von Goldschmidt-Rothschild vereinen sich beruflicher Erfolg, Bildung und philanthropisches Engagement. Als leidenschaftlicher Kunstsammler pflegte er europaweit Kontakte zu Museumsdirektoren und Kunsthändlern und seine mehr als 1500 Objekte umfassende Privatsammlung galt Anfang des 20. Jahrhunderts als eine der bedeutendsten in Deutschland. Eben diese musste er 1938 wie auch seine Residenz unter nationalsozialistischer Verfolgung an die Stadt Frankfurt verkaufen. Das Palais und mithin der kunsthandwerkliche Teil der Sammlung wurden zum Museum für Kunsthandwerk Römisch II erklärt. Die Gemälde der Sammlung erhielt das Städelmuseum, die Skulpturensammlung übernahm das Liebighaus. Auf das Ersuchen der Erben um Restitution der Sammlung seit 1945 versuchten die Stadt Frankfurt und die seit des NS weiterhin verantwortlichen Museumsdirektoren, sich zunächst vehement einer Rückgabe zu erwehren. Anfang 1949 restituierten die Museen schließlich den Großteil der Kunstgegenstände im Zuge eines Vergleichs zwischen den Erben und der Stadt Frankfurt am Main. Die für unser Museum in der Erarbeitung und Ausführung wohl aufwendigste Ausstellung wird die Sammlung und ihre Biografie im Spiegel der Geschichte unserer Institution präsentieren. Dabei stützt sie sich mit einer kritischen Betrachtung der eigenen Geschichte auf die jüngsten Ergebnisse der Provenienzforschung an unserem Haus und präsentiert und hinterfragt diesbezüglich die Objekte der Sammlung, die sich noch heute in unserem Bestand finden. Zudem kommen erlesene internationale Leihgaben aus namhaften Museen und aus dem Privatbesitz hinzu. Seltene mittelalterliche Reliquien, wertvolles frühneuzeitliches Kunsthandwerk wie Gefäße, Silberpokale, Bestecke, Skulpturen, Majoliken, Emailgläser, Porzellan, Miniaturen und Schnupftabakdosen, aber auch erlesene altmeisterliche Gemälde sowie Möbel. Mit dieser Ausstellung, für die wir mithin eine Multimedia-App entwickeln werden, möchten wir die ihr innewohnten Thematiken nicht abschließen, sondern im Gegenteil, und so begreifen wir auch Provenienzforschung an unserem Haus, eben nicht als ein Bearbeiten und ein Schließen von Akten, sondern als eine Grundsteinlegung für einen in die Zukunft reichenden Erinnerungspfad. Um eine andere, ebenfalls, aber natürlich in einem völlig anderen Kontext besondere Sammlung geht es auch im uns angeschlossenen Ikonenmuseum.
Nachdem wir im vergangenen März Foyer und Hauptraum des Ikonenmuseums neu eröffnet haben, beginnen in diesem Frühjahr die Umbauarbeiten zur Neueinrichtung des Äthiopien-Kabinetts. Damit waren und werden wir wieder das einzige Museum in Deutschland, das über eine permanent gezeigte Abteilung zum religiösen und kulturellen Leben des äthiopisch-orthodoxen Christentums verfügt. Als Stadt mit der größten äthiopischen und eritreischen Diaspora-Gemeinden Deutschlands kommt dieser Unternehmung eine besondere Bedeutung zu, werden die 134 Objekte einer privaten Dauerleihgabe an Ikonen, Handschriften, Prozessions-, Hand- und Halskreuzen sowie liturgischem Gerät, die eine Zeitspanne vom 15. bis ins 20. Jahrhundert umfassen, demnächst in komplett erneuerter Architektur, Beleuchtung und inhaltlicher Konzeption erlebbar sein. Ja, und damit sind wir mit unseren großen diesjährigen Vorhaben sozusagen durch, haben sie vorgestellt. Und ich möchte mir aber noch einen Ausblick in das Jahr 2023 erlauben, bevor Nathalie Lina Pitze noch weitere Unternehmungen unseres Museums vorstellen wird. Zu diesen vorausschauenden und in 2023 stattfindenden Projekten gehören die, wie bereits im letzten Jahr bzw. im Jahr davor begonnenen Projekte der Bewerbung Frankfurts Rhein-Mainz zur World Design Capital 2026 und Theater der Welt. Die Bewerbung Frankfurt und der Region Rhein-Main um den Titel World Design Capital 2026 geschieht dabei aus unserem Museum heraus mit Daniela Kupetz als Projektleiterin und mir als Leiter. Es ist eine Bewerbung des Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraumes Frankfurt-Rhein-Main, der schon oft eine vorbildliche Position einnahm, wenn es um gesellschaftliche Umgestaltung ging. Denn in dieser Rhein-Main-Region erfand beispielsweise vor mehr als 550 Jahren der Mainzer Johannes Gutenberg das Drucken mit beweglichen Metalllettern und löste damit eine Medienrevolution aus. Waren die Reformbewegung des Jugendstils, wie sie in Darmstadt ihren Ausdruck fand, und nicht zuletzt die Stadt Frankfurt am Main bereits schon einmal Zentren der modernen Gestaltung und neuer Gesellschaftsmodelle. Denn gerade hier entwickelten Gestalterinnen und Gestalter auf dem Weg zu einer neuartigen Großstadtkultur neue Produkte für sämtliche Lebensbereiche. Unter dem Namen »Das neue Frankfurt« erschöpfte sich dabei die Gestaltungsutopie nicht im bekannten und von Ernst May initiierten Wohnungsbauprogramm, sondern umfasste ab den 1920er Jahren einen universellen Anspruch im Mode-, Interieur-, Industrie-, Produkt- und Kommunikationsdesign. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg, der eine Zäsur ja darstellte, war es wiederum die Stadt Frankfurt am Main, die mit den von 1963 bis 1968 währenden Auschwitz-Prozessen, den größten NS-Strafprozessen der Nachkriegszeit in Deutschland, für die bundesdeutsche juristische Aufarbeitung des Holocaust steht. Hier führte 1969 der Philosoph Theodor W. Adorno im Hessischen Rundfunk sein letztes Gespräch mit dem Bildungsforscher Helmut Becker über die Erziehung zur Mündigkeit. Hier sind das 1970 gegründete Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, das ISOÖ-Institut für sozialökologische Forschung und der Forschungsverband Normative Ordnung der Goethe-Universität Frankfurt am Main verortet. Hier wird 2023 der 1848 in der Paulskirche stattgefundenen ersten deutschen Nationalversammlung gedacht werden. Und genau all das nehmen wir als befragende und profunde Basis für unsere Bewerbung und alles, was vor uns liegt. Denn wir vertrauen auf das Potenzial von Design und setzen auf den Mut aller für ein jetzt nötiges Handeln und also einer potenziellen Gestaltbarkeit einer lebenswerten Zukunft, die in der Bewerbung Frankfurt-Rhein-Mainz als World Design Capital 2026 im März 2023 zu einer neuen Bewegung findet und finden soll und eben daraus sich der Slogan für die Bewerbung ableitet: Design for Democracy, Atmospheres for a Better Life.
Und ein weiteres Großprojekt hatte ich schon angesprochen, sozusagen die Documenta des Theaters, wenn man so will, nämlich Theater der Welt 2023 in Frankfurt-Offenbach, gilt es schon heute in Augenschein zu nehmen. Und nicht nur, weil das Museum Angewandte Kunst neben dem Schauspiel Frankfurt, dem Künstlerhaus Mosonturm und unserem assoziierten Partner, dem Kulturamt der Stadt Offenbach, dieses alle 3 Jahre vom Internationalen Theaterinstitut zu vergebende internationale Festival ausrichtet, sondern unser Vorgehen, nämlich das als Leiter der 3 Institutionen und Intendanten des Festivals, die künstlerische Leitung weltweit auszuschreiben, eine so für dieses Festival noch nie dagewesene Perspektive und also Blickwinkel generiert. Denn die ProgrammdirektorInnen, für die wir uns entschieden haben, Chucky Soma und Kiyoki Iwaki vom Kollektiv Arts Commons Tokyo, sind die ersten KuratorInnen für Theater der Welt, die nicht aus Europa stammen. Mit ihrem kühnen Programm Konzept stellen Sie schon jetzt die bestehenden Normen der westlichen Kunst- und des Kulturbetriebes in vielerlei Hinsicht in Frage und sehen Sie infolge der Pandemie die Notwendigkeit, eine neue Ethik zu entwickeln, die die Konzepte von Fürsorge, Pflege und Heilung als weitere Eckpfeiler der Demokratie etabliert, neben sozialer Gerechtigkeit, Wahlrecht und Meinungsfreiheit, Minderheitenrechte und Inklusivität. Was für die postpandemische Kunst bedeutet, werden einige der weltweit bedeutendsten Vertreterinnen der internationalen Performance-, Kunst- und Theaterszene im Sommer 2023 zum Gegenstand ihrer Arbeiten machen, hier und in der gesamten Stadt in Frankfurt und Offenbach. Und Theater der Welt, denke ich, damit zu einem innovativen und aufsehenerregenden Kulturereignis, insbesondere für ein junges und generationsübergreifendes Publikum und weit über die Region Frankfurt-Rhein-Main hinaus bedeuten. Jo. So, jetzt geht es weiter mit unserem Vermittlungs- und Veranstaltungsprogramm für 2022. Innerhalb unseres Vermittlungsprogramms 2022 setzen wir unser Angebot angewandte Klassenzimmer fort und erweitern das Angebot gleichzeitig. Mittlerweile an 4 Vormittagen in der Woche, von dienstags bis freitags, findet jeweils von 10 bis 12 Uhr das angewandte Klassenzimmer statt. Auf 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und innerhalb einer Sammlungspräsentation haben SchülerInnen die Möglichkeit, sich in exklusiven Führungen und Workshops auf ganz eigene Weise mit den Themen des Museums auseinanderzusetzen. In dieser Zeit bleibt das Museum für alle anderen Besuchenden geschlossen, um genügend Abstand und Raum für die Klassenverbände zu gewährleisten. Zur kommenden Ausstellung Mythos Handwerk wird es einen interaktiven Werkstattraum mitten in der Ausstellung geben. Hier haben BesucherInnen die Möglichkeit, sich eigenständig Kernkompetenzen handwerklicher Tätigkeiten anzueignen. Außerdem wird es eine Kooperation mit der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main zur Berufsorientierung jugendlicher und junger Erwachsener im Handwerk geben. Die Vermittlungsabteilung CREATE geht auch dieses Jahr verschiedene Kooperationen ein. Zu nennen sei an dieser Stelle zum Beispiel Stadt der Kinder, Me to You, You and I oder Kulturöffner. Eine ausführliche Auflistung können Sie der Pressemappe entnehmen. Nun freue ich mich, Ihnen noch ein ganz besonderes Projekt in diesem Jahr vorstellen zu können. Und zwar werden wir in 2022 mit EOS zusammenarbeiten, ein unabhängiges Webradio für elektronische Clubmusik mit Sitz in Frankfurt am Main. EOS steht für eine langfristig gedachte Online-Infrastruktur zur Förderung und Vernetzung von KünstlerInnen und Musikschaffenden.
Neben dem Webradio als Kernstück umfasst EOS ein angeschlossenes Label und ein breites Netzwerk von KollaborateurInnen und als Ausgangspunkt für neue mögliche Formate. Und genau eines dieser neuen Formate schaffen wir in diesem Jahr am Museum Angewandte Kunst. Über einen Zeitraum von 2 Monaten bringt EOS unter dem Titel Air lokale und internationale MusikerInnen und SoundkünstlerInnen aus dem Club- und Kunstkontext in einer regelmäßig stattfindenden Konzert- und Performance-Reihe zusammen. Das Programm verortet sich zwischen Innen- und Außenraum, Live- und Übertragung, Club und Institution und nutzt die Aufhebung klarer Grenzlinien. Die Veranstaltungen werden im und um den Museumsbau herumwandern und verschiedene Aufführungssituationen herstellen. Im Vordergrund steht dabei das Anliegen, Radio als Plattform und Hörerfahrung in den öffentlichen Raum zu tragen. Zum Abschluss gehe ich noch auf 2 Projekte ein, die bereits im letzten Jahr existierten und weiter fortgeführt werden und sogar auch noch miteinander verknüpft werden. Die Website Grafikdesign Denken Sprechen wird auch im kommenden Jahr die Frage, nach welchen Kriterien das Museum Angewandte Kunst und seine Abteilung Buchkunst und Grafik Grafikdesign sammeln kann und soll weiterverfolgen. Im ersten Projektjahr haben Eva Lienhardt, Abteilungsleiterin von Buchkunst und Grafik, und Sandra Döller, Grafikdesignerin, sich mit der Wechselwirkung von Grafikdesign, angewandter Kunst sowie dem Museum und seiner Entwicklung beschäftigt. Das zweite Projektjahr wird nun den Fokus verstärkt auf die Praxis von Grafikdesign legen und startet im Rahmen unserer bereits existierenden Reihe Angewandte Talks. Seit Frühjahr 2020 gibt es diese digitale Gesprächsreihe. Hier diskutieren ExpertInnen über Instagram Live, über aktuelle Themen rund um die Ausstellung und thematischen Schwerpunkte am Museum. Zu Grafikdesign Denken Sprechen wird es eine Konstellation aus 2x2 TeilnehmerInnen mit 4 Gesprächen geben. Hier sprechen Eva Lienhardt und Sandra Döller zum Beispiel mit dem Hamburger Designstudio Liebermann Kiepe Redemann oder mit den ChefredakteurInnen der Form Anton Ralves und Nina Sieverding. So, und damit, man mag es kaum glauben, beenden wir die Vorstellung unseres Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramms 2022. Wie immer gibt es auch einige formale Hinweise. Die Pressemitteilung zur heutigen Veranstaltung schicken wir im Anschluss an Sie. Diese steht bereits auch jetzt schon im Downloadbereich des Museums zur Verfügung, sowie eine Auswahl an Pressebildern. Die Veranstaltung heute wird aufgezeichnet und steht ebenfalls im Anschluss für Sie zum Nachschauen bereit. Zur Information für Sie vor Ort: Nach der Fragerunde sind Sie herzlich eingeladen, sich am Buffet zu bedienen. Wir möchten Sie nur bitten, die Speisen und Getränke auf Ihren Plätzen einzunehmen. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei unserem Hotelpartner Flemings für das Buffet bedanken. Und jetzt kommt, glaube ich, noch ein kleiner Dank hinzu. Ja, ich wollte jetzt nochmal von vorn beginnen und natürlich den üblichen Dank auch von mir geben. Nein, aber ich denke, was an der Stelle insgesamt auch nochmal gesagt werden muss, dass so ein Programm und so diese Fülle, die in diesem Jahr wir hier leisten, dass das letztendlich
nur auch geht, weil wir Unterstützung bekommen von Stifterinnen und Stiftern privater Natur, aber eben auch großen Stiftungen, Sponsoren und Förderern. Und dazu gehören zum Beispiel die Kulturstiftung des Bundes, die Kulturstiftung der Länder, die Stiftung Proletechnische Gesellschaft hier in Frankfurt, die Dr. Marschner Stiftung, die Max von Cornelius Stiftung, die Aventis Foundation und so und noch viele mehr. Und ohne die, denke ich, würden wir so ein Programm auch wirklich überhaupt nicht stemmen können. Das ist ganz klar. Und natürlich gilt es an der Stelle auch der Stadt Frankfurt zu danken und dafür stellvertretend für alle Entscheidungsträger, unsere Kulturdezernentin Ina Hartwig, die das natürlich auch insgesamt stützt und befördert sozusagen und auch die politischen Weichenstellungen mitlegt, damit das dann auch in der Form möglich ist und wir als Museum Angewandte Kunst A, uns in der Form öffnen können und B, eben auch ein derartiges Programm überhaupt leisten können. Ja. Dann. Geht es jetzt weiter mit, so. Noch nicht fertig. Ja, ist gut. mit der Fragerunde. Zunächst sind Sie im Publikum dran. Hat jemand eine Frage von Ihnen? Sie wollen alle zum Buffet, ne? Aber es gibt eine Frage online und zwar: Wie viele Besucherinnen und Besucher haben Sie im Corona-Jahr 2021 registriert, Vergleich zu 2020 und 2019? Ja, das ist eine Frage, die ich eigentlich ganz ungern beantworte. Wir hatten im Jahr 2019, also sozusagen das Jahr vor der Corona-Pandemie, etwa 170.000 Besucherinnen verzeichnet und in den Jahren darauf, also 20 und 21, wenn es 30% waren wir gut, aber mehr waren es einfach nicht. Das hatte was mit den Schließzeiten zu tun, das hat etwas mit den Bestimmungen zu tun, obwohl wir im Grunde genommen ja und gerade wir als großes Haus hier Räumlichkeiten haben, in denen doch sehr viele mit viel Abstand und dergleichen, wir haben ja eine Menge Maßnahmen vorgenommen, sich sehr gut zusammenfinden könnten. Und das zum Teil aber uns eben nicht gestattet war und das führt dann eben dazu, dass die Besuchszahlen doch so stark runtergegangen sind. Das hat auch etwas zu tun mit eben einem nicht vorhandenen, in dem Sinne Veranstaltungsprogramm, was uns hier ausgezeichnet hat. Im Schnitt hatten wir etwa 60 Veranstaltungen im Jahr, neben Führung und dergleichen. Und das war natürlich alles nicht möglich. Und deswegen sage ich ja, wir haben jetzt nun endgültig die Talsohle erreicht mit dieser heutigen Veranstaltung und in diesem Jahr. Es kann nur besser werden, es wird besser werden. Und ich denke, wir werden auch nicht mehr geschlossen werden und würden uns da auch vehement dagegen wehren nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Weil es braucht diese Institution insgesamt, die Museen und Kultureinrichtungen dieser Stadt für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die, die uns und diese Stadt besuchen. Ganz klar. Ja. Gut, mehr Fragen gibt es nicht. Dann dürfen Sie jetzt. Ah, doch. Brauchen Sie, wir geben Ihnen gerne ein Mikrofon, dann. Ja, ich habe noch eine Frage zum angewandten Klassenzimmer. Praktisch sieht das dann so aus, dass das Museum Dienstag und bis Freitag erst ab 12 Uhr öffnet. Ja, ganz genau. Das müsste nochmal kommuniziert werden. Das ist ganz wichtig. Nicht? Ja, wir machen das natürlich auf unserer Webseite und überall in allen Medien, wo es geht. Das ist ganz klar. Das hat etwas zu tun mit den Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gemacht hatten. Wir hatten das ja schon bereits am Dienstag und Mittwochvormittag so gemacht, dass wir von 10 bis 12 es eben den Klassenverbänden, Schülerinnen und Schülern ermöglicht haben, hier das Museum zu besuchen, ohne dass sie sozusagen in Kontakt mit anderen Besucherinnen und Besuchern kommen, um überhaupt sozusagen den Schulen damit auch die Möglichkeit zu geben, weil das war sozusagen mit eine Voraussetzung und hat oft auch damals abgehalten. Das ist hervorragend angenommen worden und die Nachfrage ist so groß, dass wir gedacht haben, das lohnt sich, das zu erweitern in diesem Jahr.
Wie lange wir das machen, wird sich zeigen. Das ist jetzt nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Ich denke, wir gehen damit ja, ganz temporär um und sozusagen den Erfordernissen nach. Aber es hat eben auch damit was zu tun, so meine ich, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass im Grunde genommen Kinder und Jugendliche ja zu den größten Betroffenen dieser Pandemie sind und so extrem eingeschränkt. Und das versuchen wir zumindest mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln in irgendeiner Weise, ein Stück weit jedenfalls, mit aufzufangen. Gibt es sonst noch Fragen? Anscheinend nicht. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und guten Appetit. Ja, vielen Dank für Ihr Kommen.